Ja, eigentlich schon. Ich liebe es, eine Kassette einzulegen und eine Kassette abzuspielen, weil da hat man noch so einen vollen, satten Klang. Dieses Geräusch höre ich nie oder selten. Und zu Hause habe ich noch einen Kassettenrekorder, einen wirklich professionellen Kassettenrekorder. Wenn ich den anstelle, dann denke ich immer, ha, weil es hat irgendwas mit Jugend zu tun. In der Jugend hatten wir natürlich immer Kassetten und haben damit unsere Musiken aufgenommen. Unsere Hörspiele aufgenommen und das ist einfach für mich so ein wunderschönes Geräusch, das aber quasi ausgestorben ist. Kennt man heute auch nicht. Also heute würde, glaube ich, kein Kind erkennen, wenn man eine Pumpe, eine Wasserpumpe, die an einem Brunnen ist, wenn man die betätigen würde. Die hat ja so einen langen Schwenkarm und wenn man die betätigt, das gibt so ein ganz spezielles, typisches Geräusch. Und das Geräusch ist zweiteilig, erst dieses Quietschen beim Runterlassen und danach kommt der Schwall von Wasser. Das hat man auch eigentlich gar nicht mehr, dieses Geräusch. Das hatten Sie wahrscheinlich auch in Ihrem Elternhaus. Ja, genau, das hatte ich bei meinem Elternhaus. Ich bin auf dem Land groß geworden und da gehörte das dazu. Jedes Haus hatte so eine Pumpe mit so einem Schwenkhahn sozusagen, hat es vor dem Haus stehen. Und ein Kohleherd hatte auch jeder. Das war ein absolutes Muss. Elektroherd hatte niemand. Ja, wenn ich jetzt daran denke, was man bewahren sollte, dann sind es aber die natürlichen Geräusche, die wir bald nicht mehr in dem Umfang haben. Da bin ich auch immer ganz froh, wenn ich dann auf alte Schallplattenaufnahmen stoße, wo dann Vogelstimmen drauf sind oder auch andere Tierstimmen, die man eigentlich heutzutage im Garten ganz normal nicht mehr hören kann. Da muss man schon sehr genau darauf achten. Natürlich, wenn man als Toningenieurin und Sounddesignerin arbeitet, dann haben Geräusche immer einen großen Stellenwert. Hauptsächlich natürlich im beruflichen Bereich sind sie immer um mich herum und da sind sie das, was man ganz genau machen muss und wo man ganz genau zuhören muss und aufpassen muss, dass man das richtige Geräusch verwendet. Im Privatleben muss ich ganz ehrlich sagen, stören mich mittlerweile Geräusche, weil wir werden so zugemüllt mit Geräuschen, dass wir schon kaum noch abschalten können. Ich kann das sowieso nicht von Berufs wegen, weil man halt immer genau guckt und hört. Also die Ohren sind immer offen und hören immer genau, was für Geräusche um einen herum sind. Deswegen ist es schwierig, auf Partys sich mit Leuten zu unterhalten, weil man auch drumherum alles immer mitbekommt. Das ist aber ein Berufsproblem. Aber trotzdem, wenn man mal so drauf achtet, und in Urlaub fährt in irgendeine Region, wo man keine Umweltgeräusche hört oder kaum, da merkt man sofort, wie man sich entspannt, wie die Ohren plötzlich so richtig aufgehen und man einfach eine selige Ruhe in sich findet. Das finde ich fantastisch. Und daran, aber man merkt es daran, dass man so zugemüllt wird, wenn man in diesem industriellen Bereich arbeitet oder lebt, in diesem Industrienation lebt. Und das finde ich schon, also insofern haben Geräusche eigentlich immer einen Stellenwert bei mir, egal ob negativ oder positiv. Was mich ehrlich gesagt wundert in dem Wandel, beim Wandel der Geräusche, bei dem Stichwort ist, dass ich immer vermutet habe, dass technische Geräte immer leiser werden. Das ist wirklich mitnichten der Fall. Ich wundere mich immer, warum muss ein Staubsauger heute noch so laut sein? Hundertprozentig geht das nicht an. Also scheinbar glaubt man, dass man Geräusche so machen muss, dass Geräusche gleichzeitig irgendeine Kraft symbolisieren oder gleichzeitig irgendein Vorhandensein manchmal auch nur dokumentieren. Und das finde ich dann so schade. Ich habe immer gedacht, es wird leiser. Ich dachte, die Autos werden leiser. Werden sie teilweise, aber teilweise nicht, weil man das einfach nicht verstehen kann, weil man ohne Geräusche, ohne diesen Zusatz von Geräusche, irgendein Ding nicht mehr verstehen kann. Also jedes Geräusch ist ja ein Code.
Das heißt, man muss diesen Code verstehen. Ein fünfjähriges Kind muss verstehen, wenn es ein Geräusch hört, was steckt dahinter, hinter diesem Geräusch. Wenn man noch nie eine Tür hat zugehen, klappern hören, dann weiß man auch nicht, was dieses Geräusch bedeutet, wenn man es vorgespielt bekommt. Also es ist immer ein kodiertes Ding. Und dann irgendwann mal kommt irgendetwas in einem Buch vor und dann fragt das Kind, was soll das sein? Was kann das gewesen sein? Und wenn man das dann vorspielen kann, wie das geklungen hat und wie es vielleicht auch ausgesehen hat, dann ist das einfach wunderbar, weil damit kann man sich ja bereichern. Das ist einfach eine Bereicherung für das gesamte Wissen.